Ich bin Bartosz Jurecki von SC Magdeburg. Bartek weiß genau, wann was gesagt werden muss. Der ist jetzt nicht derjenige, der da vor jedem Spiel große Reden schwingt. Aber wenn es halt auch, gerade wenn es mal nicht läuft, dann kommt auch Bartek und sagt, ja, was Phase ist. So wie ich ihm hier bei vielen Dingen geholfen habe, hat er mir jetzt den Einstieg in der polnischen Nationalmannschaft erleichtert und wir haben uns über die Zeit ergänzt. Naja, Bartosz hat viel Erfahrung, ja, also da kann man schon viel von ihm lernen, indem er sagt, mach dir nicht so viel Gedanken, in 2 Tagen ist das nächste Spiel, hack das Ding ab und dann geht's weiter. Ja. Also wo ich damals auch im Januar 2006 meinen Vertrag unterschrieben habe, hat auch der damalige Manager Bernd Wildbrand schon gesagt, ich habe einen polnischen Kreisläufer verpflichtet, der ist Weltklasse oder so Weltklasse werde und ja gut, da hat er natürlich auch absolut recht mit gehabt. Ja. Wir haben uns damals natürlich auch kennengelernt, 2006. Ich habe Bartosz als ein sehr ruhiger Mensch kennengelernt. Natürlich auch, für ihn war das Sprachproblem natürlich auch noch größer als für mich, die eigentlich gar nicht mehr da war. Bartosz hat sich zu Recht auch ganz schnell zum Publikumsliebling auch entwickelt, durch seine Emotionalität, die er mitbringt, seinen Kampfgeist am Kreis und wie er denn die ganzen Leute mitreißt. Und ich denke, auch in Magdeburg gereift zu einem wirklich Weltklasse-Spieler. Und ich denke, dass Magdeburg sich sehr glücklich schätzen darf, dass er der Verein über 9 Jahre auch treu geblieben ist. Ja, wir haben in 2006 den EHF-Pokal gewonnen und das war natürlich, denke ich, für uns beide ein überragender Einstieg bei SC Magdeburg und unvergesslich. Ich schätze mich auch glücklich, dass ich mit so jemandem zusammenspielen durfte und er nie an dieser Mannschaft gezweifelt hat und immer hier geblieben ist. Sehr kollegial, ist ein sympathischer Typ, mit dem man sich gerne umgibt, auch außerhalb des Handballs. Man trinkt gerne 1-2 Bier mit ihm, man kann sich auch über andere Dinge mit ihm unterhalten. Bartosz ist ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Also ich habe nicht viele Situationen erlebt, wo er mal aus der Haut geht. Und ich glaube, es gibt auch nicht viele Menschen, die nicht mit ihm können, weil er wirklich ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse ist. Ich verbringe gerne Zeit außerhalb des Spielfelds mit ihm und aber auch auf dem Spielfeld hat sich das über die Jahre sehr gut entwickelt. Also unser Zusammenspiel hat sich auch immer verbessert. Da ist er für mich einer der besten Kreisläufer nach wie vor weltweit. Und wie er sich die Bälle holt, wie er den Raum frei hält und den Passwinkel aufmacht, da muss man den Ball fast schon hinspielen. Also ich spiele lieber mit ihm auch im Training als gegen ihn. Bei Bartosz ist es so, entweder 7 Meter oder Tor. Die 27. Spielminute, 12:12 für den SCM. Und das Zuspiel von Fabian van Olfen verwendet wiederum Bartosz! Also Bartosz hat eine unwahrscheinlich hohe Qualität. Für mich ist er der beste Kreisläufer in der Liga. Natürlich habe ich vor Bartek immer Respekt, aber Bartek und ich haben da im Training so eine besondere Beziehung, weil ich glaube, ich habe dieses Jahr schon 20 Trainingstrikots von ihm zerrissen, weil er immer im Kreis dann neben mir steht und ich dann ganz schön kämpfen muss, um den zu halten. Aber im Gegenzug hat er jetzt auch 3 XXL von mir bekommen, weil mir sind sie zu groß, da habe ich sie Bartek gegeben, weil ich seine immer zerreiße. Bartek ist auch ein Beispiel Profi, wie er zur Sache geht auf dem Spielfeld und da vorangeht. Sich nie beschwert über irgendwelche Schmerzen, die er hat. Er macht immer weiter. Ich denke, ich habe ihn seit 9 Jahren 2-mal in der Reha gesehen, ja, obwohl er doch hier und da seine Baustelle hat. Da spricht er nicht drüber, da jammert er nicht drüber und das zeigt auch ein großes Spiel aus. Bartek ist Bierwart und er macht einen herausragenden Job. Am leckeren Gerstensaft fehlt es nie in der Kabine und das ist seiner guten Organisation mit Uli zusammen geschuldet. Letztes Jahr warst du, glaube ich, Musikwart und hast alle... Nein, ich war nie Musikwart. Nee, was warst du? Warst Bierwart? Ah ja, Bierwart. Was bist du in diesem Jahr? Wieder Bierwart? Ja, natürlich. Bartek ist der einzig wahre Bierminister. Das werden große Fußstapfen, in die reingetreten werden muss. Da gab es schon einige Anekdötchen. Also, wir haben eine lange WM gespielt zusammen in Katar, was auch ein ganz besonderes Erlebnis war.
Wir waren auf der Rennstrecke in Oschersleben, haben Rennfahrten gemacht über Schubert Motors. Ich habe gehört, dass du der Star bist im Bus, wenn es darum geht, die Kopfhörer aufzusetzen und Musik anzumachen. Bartek ist Michael Jackson Fan. Wenn Bartek mal so einen kleinen Hänger hat oder noch nicht voll auf Touren ist, reicht es Michael Jackson mit Beat It oder Billie Jean, Smooth Criminal oder so anzumachen. Moritz Schepsmeier hat gesagt, dass du auch im Training schon mal den Moonwalk von Michael Jackson gezeigt hast und dass du ein extrem guter Tänzer bist. Kannst du das hier bestätigen? Und wo trainierst du? Zu Hause mit meiner Tochter. Da muss man wirklich sagen, Bartek ist ein sehr guter Tänzer und wenn das ein oder andere Bier dann auch getrunken hat und Michael Jackson läuft, vielleicht auch noch ein bisschen was aus den 90ern, wo er dann seine Jugend mit verbracht hat, musikalisch, dann dreht er nochmal richtig auf. Herzensgut, extrem freundlich, sympathisch, Kampfschwein, dem gehört wahrscheinlich ein Denkmal gebaut. Ich schätze ihn sehr und respektiere ihn sehr für das, was er hier geleistet hat, für das, was er jetzt über die Jahre sich hier aufgebaut hat, wie er hier ankommt. Es ist phänomenal, er ist immer authentisch geblieben, immer der Gleiche und das schätze ich sehr an ihm. Wie für mich, ich will bis Ende meiner Karriere in Magdeburg spielen, wie immer. Das ist immer kämpfen und jede Sekunde alles geben für Essen. Wenn man an Magdeburg denkt, dann denkt man an Bartosz. Denkt man an Bartosz, dann denkt man an SC Magdeburg. Ja. Bartek, unser Bierwart, 9 geile Jahre. Ich danke dir dafür. Es war eine geile Zeit. Hallo Bartosz, ich wünsche dir alles Gute für deine kleine Familie in deinem neuen Verein. Ich wünsche dir viele Tore, eine erfolgreiche Zukunft. Tschüss, bis bald. Bartek, wir werden dich nie vergessen. Dein Torjubel, alles Gute, Dankeschön. Lieber Bartosz, es war mir eine unglaublich große Ehre, 9 Jahre mit dir zusammengespielt zu haben. Du bist ein Weltklasse-Typ, du bist ein Weltklasse-Familienmensch. Ich werde dich sehr vermissen als Person, als Mannschaftskamerad. Und ich wünsche dir für die Zukunft, für deine Familie, deine Gesundheit alles Gute. Und ich hoffe, wir verlieren uns nie aus dem Auge. Und denk dran, du schuldest mir noch ein Trikot.